So, da ist er wieder. Da wollen wir doch jetzt mal lunzen. Hier unten steht auf jeden Fall. Das heißt, einmal den Gleiter. Da war ich halt doch richtig schon. Dass da unten irgendwo ein Gebäude gibt. Wo man eventuell rein kann. Weil das da oben haben wir ja schon. Das haben wir schon. Und wenn er das mähte, dann hat er irgendwo anders eins gefunden, wo ich keins gefunden habe. Aber der steht halt wirklich da unten. Hier geht es nirgendwo runter. Alter, wieso werde ich abgeschossen? Okay, irgendwo hier hat er gesagt. Oder zeigt es mir an. Wir machen nochmal die große Map. Ja. Hier oben sehe ich aktuell keins. Also ist es da drin. Es kann dann nur hier drin sein. Nein. Nein, hier. Ja, das ist ja. Hier drin soll es versteckt sein. Ich gucke noch mal ganz kurz den Screenshot an. Er steht hier an der Treppe. Da sind wir hier schon mal falsch. Gut. Dann kann ich das wieder zumachen. Das OBS. Den Chat im Vordergrund. So, dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Und zwar zu dieser Treppe. So, Lootstrahl gibt's hier nett. Okay, hier gab's gerade ein Minimal-Leck. Hier lang. War ich hier überhaupt schon mal drin? Ich glaube nicht, dass ich hier schon noch mal war. So, kommt ran. So. Alle down. Hier lang. Dann hier runter, genau. Irgendwo hier unten soll es versteckt sein. Oder allgemein hier irgendwo. Ach, da oben! Da oben, Mann.
kommt also über dieses Rohr da hin. Über das Rohr kommt man da hin. Oder auch nicht. Dann kommt man über die Rohre dahin. Okay. Fahr mal dein Lichtschwert ein. Über die Rohre. Über das ging's nicht. Gut. Da. Da. Ich muss gerade selber gucken, ne? Müsste dort auf das Rohr kommen. Das geht nicht von hier aus. Von hier aus geht's auch nicht. Also heißt, man müsste von da nach da springen. Von dem Rohr aus, das geht dahin. Würde man auf dem laufen, zu dem. Aber wie soll man auf die Rohre hier hochkommen? Das ist jetzt halt die Frage. Wie kommt man auf die Rohre? Nein. Warum sollte man hier zu zweit oder zu dritt rangehen? Das verstehe ich halt auch nicht. Man kann ja nicht aufeinander springen. Das bringt ohne nichts, da kommt man ohne auf die Rohre. Wenn jemand im Chat hilfreiche Tipps hat, schreibt mir das gerne. Ihr könnt gern alles in den Chat schreiben. Hier ist es ganz schön dunkel. Man kann hier auch nichts anklicken irgendwie. Da hoch will ich. Über das.
über das dicke Rohr. Über das dicke Rohr. Das geht dort und dann auf das Rohr. Auf das Rohr da oben. Aber auf das Rohr da oben kommt man nicht drauf. Weil das zu weit an der Decke ist. Also auf das Rohr. Irgendwie muss man da hochkommen. Ey, was ist das denn? So. Okay, von da auf da, dann auf das Rohr, dann sind wir auf dem Rohr. Dann entweder von dem oder dem da hinten auf das Rohr. Das heißt, wir müssten auf das da oben irgendwie kommen. Jetzt gucken wir mal. Die Rohre gehen einmal in die Richtung und einmal hier in die Wand. Also hier lang auf jeden Fall nicht. Das muss dann auf dieser Seite sein. Aber da ist wieder eine Wand. Ja. Da ist überall eine Wand. Außer vielleicht... Nein, da wollte ich jetzt nicht runter. Oh, was ist das denn? Ah, lol! Deswegen muss man das zu zweit machen. Man wird dann da hochgebounced. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg dahin. Scheiße, ich komme da einfach nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Scheiße. Man müsste sich dann hier oder hier hochbouncen lassen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, dann muss ich jetzt warten. Toll. Was mache ich denn in der Zeit?
Sinnlos kämpfen habe ich keinen Bock. Ich weiß nicht, wann Darko wieder da ist. Wie lange er noch braucht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Schiff zurück, machen da das Gespräch mit dem Doktor noch zu Ende. Und dann können wir immer noch zurückfliegen. Ja. Dann können wir ja immer noch zurückfliegen. Nein. Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier weg? In die Richtung. In diese Richtung komme ich weg. Dachte ich zumindest. Dann fliegen wir da hin. Da oben irgendwo. Da hinten, ne? Republikanische Gewehrschütze. Gut, dann sind wir hier richtig. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Das dauert ja wieder ein Weilchen. So, was haben wir denn hier? Facebook. Er möchte was von mir. Kenn ich dich? Ich glaube nicht. Lass die Freundschaftsanfrage mal ausfahren. Kommt mir schon wieder sehr mysteriös rüber. Gurmudel.
sind wir denn aktuell? Ach, sind wir gleich da. Leid, falls ihr gerade Geräusche gehört habt. Ich habe meinen Nacken geknackt. Der ist sehr verspannt. Oh, das tut mir auch leid. Da können wir auch gleich fürs Raumschiff noch ein paar Komponenten holen, wenn man vom Level her ausreicht. Aber müsste eigentlich. Und ich muss mir noch überlegen, was ich, wenn ich die Jedi-Klasse durch habe, ob ich nochmal auf Sith-Seiten komplett neu anfange. Oder ob ich Jedi- oder Sith-Seiten eine neue Klasse nehme und mit der mal spiele. Einfach so just for fun. Das natürlich auch streame. Denn jede Klasse wird ab sofort eine neue Staffel auf YouTube sein. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Und ich mal gespannt, was ihr so bei YouTube in die Kommentare schreibt. Und so, jetzt gucken wir erstmal hier das Hammer. Raketen dritten Grades. Wir haben Raketen ersten Grades. Natürlich kommen hier hin. Das wird verkauft. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Das muss weiter zur Seite, denn dieses Zeug an der Seite nervt. Wir haben jetzt eigentlich alles bessere ausgerüstet. Jo. Seht euch ruhig um. Gut. Dann erstmal auf zum Schiff. Willkommen auf Taris. Ich bin Gouverneurin Salish. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Also wir entdeckten den zerstörten Außenposten und gingen vom Schlimmsten aus. Könnt ihr uns sagen, was geschehen ist? Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich der imperiale Spionagemeister Wächter 1 auf Taris. Der Spionagemeister arbeitete für Darth Angral. Ich habe mich um Wächter 1 gekümmert, doch das Imperium weiß zu viel über uns. Das Spionagenetzwerk des Imperiums wird durch den Verlust von Wächter 1 leiden. So gewinnen wir Zeit. Dr. Godera, ihr seht den Umständen entsprechend gut aus. Seid ihr bereit, nach Hause zu kommen? Das kommt ganz darauf an. Seid ihr bereit, zu tun, was richtig ist? Das war ich immer. Und jetzt ist unsere Zeit endlich gekommen. Agent, bringt Dr. Godera sofort nach Coruscant. Wir werden seine Fähigkeiten brauchen. Nehmt von eurem Schiff aus mit mir Kontakt auf. Wasser Ende. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich stehe in eurer Schuld. Ohne euren Droiden hätte ich euch niemals gefunden. Das Imperium hat ihn zerstört, doch ich konnte den Speicherkern retten. Ah, Remo, einer meiner Besten. Danke, dass ihr seine Teile gerettet habt. Ja, ich freue mich schon darauf, ihn wieder zusammenzubauen. Dieser Droide ist ein Held. Er verdient eine zweite Chance. Die Arbeit an Remo macht den Flug nach Coruscant sicher erträglicher. Dann auf Wiedersehen. Ich bin sicher, dass wir uns noch begegnen werden. Jo, jetzt muss man trotzdem noch abwarten. Ich würde sagen, da machen wir noch ein paar Raumschlachten, bis Dark oder alles. Dann müssen wir halt nach Darius zurückfliegen. Geht ja nicht anders. Das überspringe ich halt jetzt einfach mal. Das sehen wir dann später sowieso nochmal alles ordentlich. Wenn ich aktuell von Taris nach Shaddaa fliege. So, außerdem wollten doch hier welche reden, oder? Okay. Ich hoffe, sie finden sie bequem. Oder will die Kira etwa reden?
ne? Wir haben immer noch eine Galaxis zu retten. Packen wir es an. Annähern. Annähern. Von Dua Escort. Fondo Escort ist da. Oh lol, Level 12. Wow. Naja. Piu, 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 piu. Fähre gesichtet. Geh auf Abfangkurs. Tut mir leid, Kumpel. Haha! Hab Geschütze zerstört von euch. Oh, zwei Mini-Abfangjäger noch. Ich mag das Raumschiff gut geflogen. Ah, Entschuldigung, ich muss auch schon Kaffee trinken. Was muss, das muss. Ich mache jetzt auch gerade den nächsten Uff. Also nicht wundern, wenn wieder irgendwelche Geräusche kommen. So, dann haben wir noch einmal Balozar und Jawal. Aber ich glaube, das sind auch wieder so eine... ja, nee. Ganz ehrlich. Aufgeben. Ich
Ich will ein paar andere haben. Ich möchte mal die hier versuchen. Schießen wir ein paar Kuhn-Verteidigung ab. Das ist die da. Hoho, 38. Egal. Wir versuchen es trotzdem. Holy shit, ey. Oh, sieht aus wie Mustafa. Ach so, warte mal. Verteidigen! Angriff! Feind vernichtet! Echt? Jetzt schon? Wow! Wow, wo kam der denn her? Ich hab's gar nicht registriert, wo der herkam. Oh, die ist einfach hier auf der Level, auf dem Level. Oh,
habe ich doch keine Raketen mehr. Feind vernichtet. Holy crap. Alter, das war eine 38er Mission. Wir haben sie gemeistert, geil. Holy fuck, also, boah, nee, war schon geil, aber, Mann. Schildgenerator 4. Nee, Strahlengenerator, so. Ah, okay. So, jetzt haben wir noch, schließe die Mission Archenabfangmanöver. Das da. 24. Oh, das kriegt man hin. Wir haben einen Strahlengenerator, der Stufe 4 sogar. Wir haben Stufe 3 übersprungen, oder? Doch, wir haben Stufe 3 übersprungen damit. Geil. Das ist ja mal nice. Ha! Ein Böser weniger! Das ist ja mal nice. Gleich anfangen von vorne zu kommen. Ich wusste es doch. Die Macht ist mit uns. Ich wusste es doch. Eine Show!
vernichten wir das Ding. Oh. Ich denke mal, wir haben es geschafft. Zeit ist rum. Alle Missionen erledigt. Hui! 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 Ja. Was soll ich noch weiteres sagen? Raummissionen sind immer noch die geilsten. Numero C. Leute, das ist der. Leute, wir haben echt den dritten Grad übersprungen. Geil. Können wir noch eine machen? Das hier hätte ich gerne. Schießmission Cobra-Eisfeld ab. Das da. Oh, Level 41. Holy shit, ob wir das hinkriegen? Da bin ich mal gespannt. Die feindlichen Schiffe sind gefährlich und schnell. Vorsicht! Abfangjäger mit Raketen, okay. Wir müssen gleich von links kommen. Die ersten zwei. Sag ich ja. Endlich Raum zum Atmen. Jetzt ist schon Damage eingesteckt, ey. Reaktor auf kritischem Niveau. Holy shit! Lass mich doch mal anvisieren. Meine Güte. Jemand verletzt? Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das werden wir vermasseln. Wenn das so weitergeht, von wo? Oh ne, es geht dahin weiter. Tut mir leid, Kumpel. Holy shit, unser Raumschiff ist
ordentlich gedamaged. Alter, wir qualmen aus dem letzten Loch. Wirklich? Nee, wir sind da down. Sag ich ja. Scheiße. Nee, Raumkampf verlassen hat, das ist zu... Ey, das Level haben wir definitiv noch nicht. Schade eigentlich. Waren gut dabei. Kann man aber nichts dran ändern. Das war die Ewa, das Ewa-Eisfeld. Ja. Sifris Speeder 32, das krieg mal hin. Das krieg ich mal doch hin. Fähre gefunden. Macht Platz für die Jedi. So. Alter! Kampfschiffe auf dem Scanner. Mehrere Ziele. Feind vernichtet. Der Pilot muss verrückt sein. Ja. Gefährlich aus. Guter Schuss. Hab ich gar nicht gesehen. Ich konzentriere mich zu sehr auf die großen Schiffe. Guter Schuss!
das ist komplett im Arsch. Ja, die feuern aber immer noch aus irgendeiner Kanone. Das Ding brennt aber schon wie Sau da drüben. Aber wir haben es geschafft. Das nenne ich einen Sieg. Nice. Piu, 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 piu. Piu, piu. Euer Codex-Eintrag. Post wackelt und hat Luft. So, gab's nichts dazu. Wir fliegen nochmal zur Flotte. In der Zwischenzeit. Oh. Der Pilot dazu bekommen. Nice. Hä? Wie? Stopp. Jetzt, ich wollte schon sagen, wieso komme ich da nicht raus? So, Flutterino. Hauptebene. Denn irgendwo kann ich jetzt komischen Schrott verticken. Muss nur mal lunzen, wo genau. Kartellbazar, Kartellbazar. Aber auf der republikanischen Flotte, oder? Artefakten, Handwerksmaterial und Gefährtenanpassung eingetauscht werden. Schrottland befindet sich im Kartellbazar der Flotte. Ja. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Hat mich sehr gefreut. Der Kartellbazar. Wo ist er auf diesem Schiff? Dem Händler. Ey! Wow, nur als VIP? Was ist das für eine Scheiße?
Ach, da oben. Lol. Auftrag. Schrott. Java-Schrott. Java-Schrott. Okay. Oha, was gibt's denn hier alles? Der hat halt nur das. Okay. Leute, ich hab den Schrott gerade verkauft. Oh, ich hätte den ja hin. Wow, scheiße! Ich hätte den Schrott behalten sollen. Unterweltbörse, Kartell, Münzen, Karten, Verwalter. Alter! Mir gibt schon richtig geilen Stuff, muss ich sagen. Also, holy shit! Alles nur Rufhändler. Okay, wir werden auf jeden Fall jetzt, genau, unser komisches Dings da umändern. Denn ich will das Hacken wieder loswerden. Wir werden Schrottsammler jetzt mal. Ich muss nur gucken. Kampfausbildung, Versorgungsgüter, galaktischer Handelsmarkt, Festung und Crewfähigkeiten. Da müssen wir hin. Schrotthändler werden. Na, vielleicht kriegen wir dann solchen Schrott. Das wäre geil. Warte mal, was? Jedi, schön zu sehen, dass ihr euch mit richtiger Ausrüstung versorgt. Alles klar. Bleibt am Leben. Was? Flaggschiff kommt? Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben's. Was ist denn hier los? Ansonsten gehe ich wieder auf Schatzsuche. Rüstungsbau. Waffenbau, Cybertech. Aber wo könnte man jetzt den Schrott herbekommen? Schatzsuche? Doch, das müsste doch Schatzsuche sein, oder?
Wir machen das mal. So, und in der Zeit, wie die das sammeln, machen wir mache ich eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder.